Nacht Nummer 3. So. Okay. Jakob sagt, wir können ja einen Beweis finden. Und wo zur Hölle sind wir? Eine Nummer Kamera. Die und wir haben natürlich unser Russisch-Englisch-Dictionary. Sag mal nochmal. Ich würde sagen, ich lasse die Kamera. Ach du Scheiße. Ach du Schande. I just came here. I need to find proof. Okay, wir müssen irgendeinen Beweis finden. Für den Organhandel. Ach du Scheiße, Alter. Guck dir das mal an, Benny. Oh nein. Gott. Ja, wunderbar, wunderbar. Ach, ich hab mir ein ganz blödes Gefühl. Ein ganz blödes Gefühl. Ich fühle mich sicher. Du ja, okay. Nicht. Hallo? Hallo? Da rechts ist die Tür, die hast du noch nicht gecheckt. Oh Gott. Tja. Ja. So, wir haben. Ich wieder. Hallo? Kann ich da. Achso, warte mal, kann ich hier drunter durchkrauchen? Wie? Wo? Wie? Warten. Wo waren was? Ich hab keine Ahnung, alleine das Geräusch hat. Ich hab Gänsehaut. Oh Gott. Ja. Was knistert denn da so? Kann man über die Fenster irgendwas machen? Nee, auch nicht. Mann! Alter! Was ist denn? Was geht denn hier ab? Wo hat denn jetzt hier gerade geklopft? Ich glaube hinter den Liegen. Für mich kommt also, jetzt so, hört sich jetzt so nach Fenster an, irgendwie. Ja, da muss ich jetzt natürlich sagen, also wie gesagt, die Soundkulisse ist natürlich eine ganz große Stärke hier in dem Spiel. Aber tatsächlich hat sie sich gerade als schwächer erwiesen, weil du halt die ganze Zeit... Okay. Der Wallbauer war hier. Oh, eine Zeitung. 1946, after the war, dozens of children end up in shelters after losing their parents. An offered change of age for the maintenance and upbringing of orphans work under the leadership of military. Meine Güte, wird das laut. Ja, also irgendwas ist um uns rum gerade, aber übersetzt erstmal zu Ende. Ja, 1946, nach dem Krieg, sehr viele Kinder sind hier gelandet in Shelters. In Bunkern. Okay, im Bunker, die ihre Eltern verloren haben. Die Waisenkinder arbeiten hier, Hausmeister arbeiten und keine Ahnung, was Cam macht. Meine Güte. Und wie Sau. Haben eben halt unter dem Militär gearbeitet. Ich glaube, Shelters ist doch nicht wirklich Bunker, ist Quatsch, weil ich erzähle, ich glaube, so ist so Schutzraum oder irgendwas eher so Schutz. Also Shelter heißt eigentlich Schutz. Ey, guck mal, was jetzt hier um uns rum scheppert hier irgendwie. Oh, die Tür ist offen. The door is open. It's not a good sign, I think, aber we have... Ach, guck mal, hier ist jetzt ein Schrank einfach hingebaut worden, ist auch okay. Ja, da war der schwedische Möbelhersteller sehr schnell hier. Hallo! Guten Tag! Stubenmotorvierkontrolle, das sieht ja hier aus wie zerschossenes Dorf. Was... Das ja, das geht gar nicht. Hallo? Ah. Oh Gott! Hey, Sweetie, du bist ja eine hübsche Puppe. Oh, hier haben wir nochmal eine Zeitung. Ja, wunderbar. Ich guck mal ganz kurz hier noch den Rest im Raum an und dann checken wir den Newspaper. Hier haben wir wieder zerrielt und verrammelt. Der Arzt des Waisenhauses wurde wegen illegalen Organhandels für 6 Jahre inhaftiert. Er stellte in betrügerischer Absicht falsche Diagnosen und führte Operationen zur Entfernung der Niere durch. Der Direktor wusste nichts davon, aber er konnte sein Amt nicht weiter ausüben. Das Waisenhaus wurde geschlossen. Das Gebäude wurde verlassen. So, okay. The door leads to another corridor. I have to hang a grinder with me in my backpack. I can cut all the canes and find where the evidence is hidden. Alles klar, wir müssen kurz an unsere Tasche. Okay, Alter, okay. Aber ich muss doch nicht unbedingt an meine Tasche. Ich setz mich einfach mal hier hin und... Oh. Kinder! Mann! Die Tür ist zu! Guck mal! Können wir jetzt? Ich geh an den Sack! The place won't let me go. I have to finish what I'm started.
Schön, hier gibt es jetzt auch keine Tür mehr. Das ist auch gar kein Problem. So, dann holen wir den Engelgrinder. Hallo, Freunde. Ich werde ja wohl nochmal meinen Winkelschleifer hier aus der Tasche nehmen können, ohne dass hier irgendjemand am Fenster rumspinnt. Klubspinne. So, okay, jetzt flexig. Nein, wo ist denn die Tür hin, Alter? Ja, da. Das ist eine andere Tür. Die flext einfach weg, ist okay. Aber schön, Akku. Eine Akkuflex hat was Geiles, Junge. Hör mal. Lass mal schön hier kommen. Irgendwie, ihr könnt wetten, naja, ist der Akku alle von dem Ding. So. Muss die Batterien wechseln. 18 Volt. So, hier haben wir noch ein paar schöne Dosen. Ein bisschen was zu naschen. Da ist noch was zu lesen. Liegt hier rum. Wunderbar, wunderbar. Wir gucken mal erstmal nochmal kurz. Ja, das hat hier schon leicht einen Fallout-Charakter irgendwie. Ich fühle mich gleich etwas an Fallout 3 erinnert. Ich möchte sofort. Nein, jetzt bitte nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ah, so. I know what I'm doing is wrong, but I have no choice. I have to save my son Ivan. I have to save my son Ivan. Save, nicht say, save, meine Fresse. I was lucky that Alexei Sergeyevich agreed to help. I mustn't let him down. No one should know about our affairs. Genau. Sehr gut. So, okay, flexen wir mal weiter. Oh nein. So, aber mit Schutzbrille ist klar, ne? Safety first, Freunde. So, was ist hier los? Was? Ha, 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 ha. Na? Na? Also ich finde halt schon wirklich, ach schön, ein paar Instrumente hier. Ja, ja. Ach, das ist der OP hier. Der Operationssaal, genau. Wunderschön. Toll, toll, toll. Wunderschön. Den werden wir jetzt mal so erkunden. Ja, genau. Jetzt hätte ich aber geschrien, hätte auf jeden Fall irgendwas vor mir gestanden. Oh, Alter, was ist denn das hier? Das für eine fürchterliche Scheiße hier. Ach, ey. Da was war das? Noch was zum Lesen irgendwie. Meinst du? Hier vorne. Oh, ja, okay. Na, hey, irgendwas schnippelt hier irgendwie nach. Oh, guck, weiß ich nicht. An der Decke ist da irgendwas oder wie oder wo oder was? Den nehme ich. An der Decke meinst du? Oh. Was war das? Das bin ich, der hier ins Waschbecken pinkelt. Oh Gott. Einfach laufen lassen. So, ja. Benni, ich würde sagen, du kannst doch gleich übersetzen. Okay, ich hatte nicht genug Zeit, um ihn zu retten, danke. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht passieren. This is not my Vanchenka? Was ist denn Vanchenka? Vanieschka. Vielleicht ein Name oder irgend so was. Okay, ich rette ihn. Gerettet. I need to find a donor urgently. Also sie muss unbedingt eine Spende finden. Spender. Oder Spender. Diese Geräuschkulisse. Ja, ne, es nettet Knacken von Rippenbögen oder irgendwas soll simulieren, oder? Ja. Keine Ahnung. Oh. Knurz, knarz. So, okay, jetzt haben wir, also die, was für ein Quatsch, wozu brauchen wir ein, einen Bolzenschneider, wenn wir eine Flex haben. Ja, falls der Akku leer geht, ne? Hast du schon richtig vielleicht gedacht? Ach, hör mal, Junge, ist. Kick mal. 18 Volt, hält ewig. Ja. Nein. Ja, the battery ewig. Of the Angle Grinder has run out. Ja, wer hätte gedacht, ist doch mal. 14 Volt gewesen. Was ist hier los? Ob Püppi. Schon wieder so eine Puppe. Mach mal lieber beide Türen auf. Das ist mir nicht. Wodka. Diese Geräusch. Ja, das ist schon wirklich. Das ist schon nicht so schön. So, hier hätten wir nochmal einen Zettel. Gleich neben dem Blunt hier. Guck mal, in den Schrank können wir nicht ran. Und hier ist Schulpakete drin oder irgendwas. Vielleicht werden da Organe drin. Transportiert. Oh, nochmal hier. Nee, kann man nicht. Nee. So. Benni muss in diesem Let's Play sehr viel übersetzen. Ich merke schon. Und, Ja. Oh ja. Oh ja. Die Geräusche. Ich weiß nicht, ob ich es bis morgen früh schaffen werde. Denn die heutige Schicht macht mir zu schaffen. Ich möchte von hier weglaufen. Aber dann werde ich nicht bezahlt.
ich ihre Stimme, als ob ich nicht allein wäre. Ich dachte, ich hätte eine Frau gesehen. Eher ihre Silhouette oder ihren Schatten. Sie ist in den Schrank gegangen. Ich habe Angst, ihr zu folgen und den Schrank zu bewegen. Ich will nicht nachsehen, ob es wahr ist. Oder vielleicht ist es nur meine Fantasie, die sich nach einem Glas Wodka noch verstärkt hat. Auf dem Schrank liegen einige Produkte aus Federn und Spinnweben. Ich habe sie noch nie irgendwo gesehen. Sie sehen schrecklich aus. Und es riecht nach toten Dingen von dort. Okay, ich trinke noch ein Glas und gehe bis zum Morgen ins Bett. So, dann drehen wir uns mal um zum Schrank. Nein! Okay, let's do it! Make open! Open! Okay. Gut, dann ist passiert. Das Spiel stresst mich auf eine ganz komische Art und Weise. Genau diese Art und Weise meine ich. Mich nicht, ich hab da total locker weggesteckt gerade. Okay. Oh, das war schon. I want to cry in my pillow. So, dann machen wir auf die Hütte und let's take the proof, the evidence of this crime. Also man muss ja auch dazu sagen, die ganzen Notizen sind ja teilweise von Mary, ne, von der Mutti und teilweise von Angestellten, die wir da so finden. Das genau. Sind die Notizen, ne? Und da ist auch wieder zugemacht worden. Schön. Ganz schau. Ganz tolle Wurst. Und schön. Oh, okay, jetzt war die Püppi. Muss mal ganz kurz eine Sekunde. Oh, ihr Schweine von dem Mika, ihr Schweine! Oh, also die machen ihren Job echt fucking gut irgendwie, aber es ist... Okay. Oh, Billy, ich weiß nicht, wie lange ich das noch schaffe, ey. Das ist wirklich, ich kipp hier einfach tot vom Stuhl. Also man muss ja wirklich sagen, Emika, ne, es ist, jetzt ist die Tür einfach wieder offen, die Games werden immer schlimmer. Ja. Die da raushauen, also ist ja, ich dachte, Find Yourself ist schon, aber das... Ja. Aber das ist heftig. So, lass uns da erstmal kurz zum Beruhigen was lesen. Ja, wunderbar. Leider zu wenig. Ein Jahr später, nach den Vorkommnissen 1950. Das Gebäude was reclassified as a hospital. Okay, das Gebäude wurde eben halt als Hospital umgebaut. But the budget cuts, also das Budget wurde dann gestoppt. It stopped working again und es wurde alles gestoppt. Super, und es hat dann nie wieder... so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Na super. So, okay. Müssen wir uns jetzt... Können wir noch was lesen, was ganz lange ist, damit wir uns hier nicht so wegbewegen? So, ich... Was für ein Dittchen hier. Ja, die verfolgt uns auch schon das ganze Spiel über. Hallo! Ja, fehlt nur noch Hasi, weißt du? Hasi, ja. Ach, Hasi war ja schon... Hasi hat mich schon im Kindergarten gerecht. Na, fuck, ist natürlich alles wieder zu. Und jetzt sind viele. Ja, hier hinten können wir jetzt natürlich durchgehen. Oh nein. Oh, gib mal, eine Kreuz ist auch umgedreht. Ach, wie wunderschön. Das ist doch toll. Ist das der Schrank, wo wir hin müssen? Ja, ich denke, das wird der schreckliche Schrank sein. So, dann lass uns mal gucken, was in dem Schrank ist. Ja. Katzi! Oder hinterm Schrank, je nachdem. Aha, okay. So, wenn mich hier hinter jetzt Mannequins erwarten. Da ist aber was los. Da ist was los. Oh je. Jetzt ernsthaft, da ist es doch. Nee, oder? Oh, ich will nicht rennen. Das ist. Ha! Ach du Scheiße. Okay, wie konnte ihr Körper nicht. Verwesen nach all den Jahren. So, hier haben wir nochmal was zu lesen. Okay. Und können wir hier unten was nehmen? Oh ja. Was ist das? Hier sind die Dokumente von 1958. Alexei Sergejewitsch, über den Maria sprach, antwortete ihr, dass er sich nicht mehr daran beteiligen würde und weigerte sich, mit ihr zusammenzuarbeiten. Worum ging es dann in dem Fall? Und mit wem hat sie gesprochen, als Jakob sie gesehen hat? Das ist noch etwas anderes. Das Dokument der Sterbeurkunde, das ist ihr Sohn Ivan.
Er starb im Herbst 1950. Offenbar hat sie es nicht ausgehalten und ist verrückt geworden. Sie wollte ihn so sehr retten, dass sie den Bezug zur Realität verlor. Die arme Frau. So, wir haben den Beweis genommen und ich denke, schrecklich, das wird gleich passieren. Oh, hier haben wir noch der Todes... Da ist es... Genau. Den Totenschein. Das Game ist so laut gerade. Ist übel, oder? Let the one who find me feel the pain of mother who lost her child. Okay, jeder, der mich findet, wird den Schmerz einer Mutter spüren, die ihr Kind verloren hat. Sie, nicht beschwört, sondern sie verflucht jeden, der ihr nicht hilft. Und I'm not just going to leave. Sie wird hier das Ganze nicht verlassen. I'll be back. Okay, das brauchen wir nicht übersetzen. Okay, dann werden wir sie mal runterholen, wa? No! Nee, die ist ja schon weg. Die ist ja beim ersten Dokument. Ist ja wunderbar. Und die Tür ist auch weg. Und alles ist natürlich weg. Das ist ja großartig. Wunderbar, schön. Es ist ein wunderbares Zimmer des Todes hier. Schön. Oh, warte mal, hier ist ein Messer. Können wir das Messer nehmen? Ja, wir können das Messer nehmen. Oh Gott. I take a knife. Was soll denn das für ein komisches Messer sein? Ah. Need to get out of here as soon as possible. Okay, warum haben wir jetzt das Messer und warum hängt sie jetzt wieder da? Wir so runterschneiden müssen wahrscheinlich. Habe ich fast Angst. Irgendwie müssen wir ihr da helfen. Stand da nicht gerade irgendwas von wegen get out? Die Tür ist nämlich wieder da. Ja, get out as soon as possible. Aber hat sie nicht gesagt, sie verflucht jeden, der ihr nicht hilft? Ist mir scheißegal. Okay. Na gut. Ah, gut. Bitte. Oh! Ich hab doch hier gesagt, fuck der Scheiße, wir müssen ihr helfen. Ah, verdammte Axt, ey. Ah, das ist alles wieder zu jetzt hier. Mann! Okay, okay, hier ist auf jeden Fall ein Fortschnee. Komm, 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 weg, raus, oh. raus. Das war ja nur wirklich sehr unangenehm gerade. Ah. Okay. Alter, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas, weil er die... 3 weeks later. Okay, 3 Wochen später. Nein. Alter, 3 Wochen später, ich würde doch nie wieder zurück in diese Bumsbude gehen hier. Ist der lebensmüde? Muck ist schön. Mhm. Ist auch schön entspannt, ne? Wir sind wieder zurück. In diesem Gruselkindergarten. Sind wieder bereit, uns erschrecken zu lassen. Oh nee, unser Brieffreund ist wieder da. Oh. Hallo Jakov, no longer need to be afraid. Naja, gut. Kannst du auch übersetzen? Das muss ich nicht vorlesen, sehr Quatsch. Hallo Jakov, brauchst keine Angst mehr haben. Wir haben die Evidence gefunden, also hier die Beweise. Dass nicht du das verursacht hast. I've taken care of everything. Ich habe mich darum gekümmert. I didn't tell anyone. Oh. Okay. I'm glad that investigation turned out to be interesting and unique. Okay, er ist begeistert darüber, dass die Überwachung oder die Nachforschung... Die Ermittlung, danke. Sehr interessant und einzigartig waren. I managed to solve the mystery. Er hat das Geheimnis gelöst von 1958 und hat Jakov geholfen, endlich seinen Frieden zu finden. Du kannst darüber lesen in meinem Blog, but we need to move on. Aber wir müssen weitermachen. I'm going to another play with the terrible schieß mich tot und so weiter. Ja. Wir haben es geschafft. Und guck mal, was das für ein Nest da vorne ist. Ja. What is it? What is it? Na? From day to day. From day to day. So, from day to day, das ist auch ein Ding, das wird auch noch kommen. Als kleines Schmankerl dafür. Ich weiß nicht, vielleicht ploppt jetzt was auf, vielleicht auch nicht, je nachdem, wann was kommt. Ich weiß nicht. Ja, hey, Benny, wir haben es geschafft. Wir haben Summer 58 geschafft. Das war ganz schön übel. Alter. Das war ganz schön übel, der Scheiß. Aber wirklich. Also, Emeka hat es wieder mal geschafft.
uns komplett nass zu machen, aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nass zu machen. Und hat sich auch bei jedem Game gesteigert. Also angefangen mit dem ersten. Ich finde auch schön, dass sie die Trilogie eben halt wirklich aufgeschlüsselt haben jetzt am Anfang des Games. Verzahnen jetzt alle so miteinander, ne? Das ist natürlich ganz geil. Das macht es echt geil. Dann wird es ja jetzt hier der vierte Part sein. Und wir haben ja angefangen mit Locked Up, dann Find Yourself. Jetzt Summer of 58 und what? Okay, gehen wir jetzt etwa... Nee, alles klar. Okay. Es sah gerade wirklich so aus, als wenn wir jetzt wirklich in die Demo von From Day to Day übergehen. A few days later. What? Und what? Jetzt kommt's. Nein! Alter! Wo sind wir? What the fuck? Wo sind wir? Was? Aber unsere Kamera haben sie uns hier lassen. Da geht. Die Batterie ist tot. Ja, schade. Ich musste auf die Person warten, die dieses Haus gekauft hat. Aber nach seiner Ankunft, ein paar Tage später, ging etwas schief. Dieser Ort ist nicht mehr harmlos. Ich bin hier gefangen. Ich glaube nicht, dass eine Frau aus einer russischen Herberge sich an mich hängen und mir folgen könnte. Gibt es in diesem Haus ein Pendel für Leute wie sie? Was, wenn andere Geister mir gefolgt sind? Vielleicht ist das der Grund, warum ich in diesen Häusern niemanden gefunden habe. Wie durch ein Wunder habe ich es geschafft, aus diesem verlassenen Waisenhaus zu entkommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt freigelassen werde. Wir müssen versuchen, hier rauszukommen und den Kerl warnen, dass es gefährlich ist, hier zu bleiben. Na dann machen wir das dann. Nehmen wir hier die Kette mit und... Klar, wir kommen ja auch so geil raus. Aus dem... Ja, na, guck mal doch, hier. Okay, hier haben wir eine Treppe. Okay. Schischkebab, Alter. So, hier haben wir noch, was ist das hier schön? Ein Totem. Das lassen wir mal stehen. Das ist unser Montagsglückstotem. Mhm. Sind wir eventuell in diesem Haus hier eingesperrt, eingemauert? Naja, er hat ja gesagt, er kann hier nicht raus. Also, ja, wird er hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eingesperrt sein. Ach, hey, Alter. Ja, na, klar. Ist aber meine Ecke, wo du stehst. Josh. Nein. Nein. Okay. Nein. 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 Okay. Mhm. Okay, das fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie so ein. Weiß ich nicht. Sechster Finger irgendwie. Das. What? To be continued. Alter. Okay, also scheinbar sollte das irgendwie die Brücke schlagen zu dem neuen Teil From Day to Day von Emika, der noch kommen soll. Ja, fuck, Alter. Also, das war ganz schön krasses Spiel. Summer of 58 war wirklich, 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 ich kann ja nicht betonen, wie oft wirklich heftig. Also, die Jumpscares sind wirklich krass. Es hat natürlich ein, zwei kleine Längen gehabt, so gerade mit diesem Zettelschreiben mit den People, da dachte ich so, schreibt doch alle mal auf einen Zettel, dann erspart man sich das, wisst ihr? Aber, oh, krass. Die Jumpscares sind wirklich heftig. Chapeau, Emika. Alter. Chapeau, ihr habt es einfach auf Tasche irgendwie und egal, was da kommen wird, ich werde es spielen mit dem Benny zusammen irgendwie und wir werden es natürlich auch auf den Kanal bringen. Und wenn euch das so gefallen hat wie uns, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und kommt einfach zum nächsten Projekt wieder vorbei, wenn es heißt Benny und Steve vs. Evil. Und bis dahin, ihr Lieben, zeigt, dass ihr da wart, hinterlasst Spuren und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin, ciao. Tschüss.